Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe rotarische Freundinnen, liebe rotarische Freunde, sehr verehrte Frau Professor Menk-Breit, sehr verehrte Frau Titz, ich begrüße Sie sehr herzlich und freue mich, dass Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind. Es ist mir eine ganz besondere Freude und Ehre, Sie, Frau Professor Menk-Breit, als Referentin des heutigen Abends zu begrüßen und willkommen zu heißen. Vielen Dank für this lovely invitation. It's a pleasure to be here. Guten Abend zusammen. Tonight I would like to involve all of you in the process, which is public works, which is a public process, and talk about how it is to work as an artist in the public sphere, and how why I like it so much. Do you want to translate everything or something? Ich glaube, ich habe eine sehr harte Aufgabe, weil hier gibt es einige Leute, die verstehen so gut Englisch, dass die mich hier korrigieren werden. Also, ich bitte um Verzeihung dafür, dass ich nur eine Interpretationsmöglichkeit, eine Übersetzungsmöglichkeit biete und versuche jetzt einfach nur die Worte von Rita McBride möglichst passend zu übertragen. Sie freut sich außerordentlich, heute Abend hier zu sein, möchte über öffentliche Arbeit, und ich würde jetzt sagen, wir nehmen das Wort ganz, ganz klar übertragen als öffentliches Arbeiten, öffentliche Arbeit, aus künstlerischer Perspektive sprechen und was es bedeutet, in der Öffentlichkeit zu arbeiten, tätig zu sein als Künstler. Wow, so elegant. Fantastic. So, I wanted to start with, this is Kristina Stojanova. She's an artist working in Mönchengladbach, who is from the Kunstakademie Düsseldorf. And I asked her to work on a film documenting some of the installation process. So this project started 6 years ago in a competition, 5 years ago, anyway. Three years ago. And so we only started documenting it when it came to Sonnenhausplatz. Kristina Stojanova werden einige von Ihnen kennen. Sie ist zurzeit Stipendiatin der NEW in Mönchengladbach im Wasserturm an der Viersener Straße. Sehr empfehlenswert, ihre Ausstellung zurzeit in der Odenkirchner Straße bei NEW zu sehen. Das war jetzt gerade der Werbeblock. Kristina Stojanova hat in den vergangenen Wochen intensiv verfolgt, wie die Produktion vonstatten ging, hat das gefilmt. Diesen Film werden wir jetzt sehen und er wird dokumentieren, ja, was sich getan hat. Aber Rita McBride sagt zu Recht, es war ein langer Prozess. Er hat zwar nicht 5 oder 6 Jahre, aber er hat 3 lange Jahre gedauert. Okay, so I would like to start, I'm going to talk over this film, it's 14 minutes, but it's still being edited, and actually we're recording everything tonight, so that it also will be eventually in part of this film. So you can start it now. This was the first day of installing, and we arrived in the morning, beautiful sunny week, we had great weather. But the plots was completely not ready, in fact. So we really had to share the situation with a lot of other workers. Das war der erste Morgen und man kam an und bemerkte, der Platz war noch nicht fertig. Und so war das auch ein Zusammenarbeiten mit den ganzen Arbeitern und den Handwerkern, die auf diesem Platz noch in den anderen Gewerken zugange waren. This is always an amazing situation to install publicly. I mean, even when you're installing as an artist in a museum, it's already very public, and it's quite strong. In this case, it was very beautiful that so many of the inhabitants of Mönchengladbach came by and were very curious, but it's really rigorous to answer all the questions constantly while you're making decisions, while you're trying to enjoy also finally getting these donkeys on this plot. Es ist eine sehr harte Situation, als Künstler in einer Öffentlichkeit zu arbeiten, draußen auf einem Platz, auch im Museum, gerade im Museum Abteilbeck, da installieren die Künstler ja auch meistens ziemlich öffentlich vor ihren Augen.
Aber im öffentlichen Raum erhält man dann ständig Fragen, wie, warum machen Sie das, wie geht das, wie lange dauert das noch. Ich ergänze jetzt so ein bisschen Fragen, die da kommen können. Und dies ist also ein Charakteristikum, das auch solch eine Installation im öffentlichen Raum sehr anstrengend macht. And in these very public situations, so not in the museum, but in the public plots, I think it's a very important time. This is why this talk is called Public Opinion, because when people are asking me questions, I start to understand what has been the public opinion and how it's been formulated and what it is at the moment. So it's a constantly evolving. So when, you know, once you win the competition, it goes into the newspaper starts, you know, a dialogue right away, and people have opinions. And then it has 3 years to sort of go through another process, and then it will go through more processes. But this is a really amazing time when you're putting it in, where it's very important to hear how people are thinking about the plots. Ein Grund, warum dieser Vortrag heute Public Opinion heißt, liegt darin, dass es natürlich hier jetzt gerade auch in diesem öffentlichen Raum sehr stark um die öffentliche Meinung geht. Und Rita McBride war von Beginn an, als der Wettbewerb in der Zeitung publiziert wurde, in der Presse, in den Medien publiziert wurde, war sie natürlich konfrontiert mit Meinungen. Und Sie erinnern sich auch, ich kann es jetzt vielleicht auch ergänzen, es waren ja auch negative Meinungen. Und es war die ganze Zeit eigentlich ein Interagieren, und das setze ich jetzt hier auf dem Platz fort, mit Menschen, die eine Meinung haben. Und das charakterisiert vielleicht auch jetzt gerade den öffentlichen Raum, dass man sich ja als öffentlicher Mensch im öffentlichen Raum über diese Öffentlichkeit und seine Nutzung, ihre Nutzung auch oder die Nutzung des öffentlichen Raums äußern kann. Und diese Äußerung, diese Meinungen, die haben dich auch sehr beschäftigt. Most of the questions were very particular about donkeys. And I have to say, my position on donkeys is not the same as everybody else's. And I'm sure everyone in this room has a different idea about a donkey or a different story about a donkey. But in fact, my conceptual approach, which is very much in keeping with my vocabulary as an artist for the last 30 years, which is rooted in modernism and very specifically oriented towards the writings of Le Corbusier. Sie ist davon überzeugt, dass sie eine etwas andere Haltung darin hat, was die Esel ihr bedeuten, als viele von Ihnen hier im Raum. Sie ist auf dieses Motiv der Esel nämlich gekommen durch Le Corbusier, also einen Stadtplaner, einen Architekten. Und die Esel sind also nicht als Tiere, als, ja, sagen wir mal, als Motive, sondern im Grunde auch als Dokumente oder Argumente aus Traktaten von Le Corbusier in ihren Augenschein gekommen. So it's always very fascinating to hear, and I would like to hear all of your stories about donkeys after I finish this little presentation, but because it's full of the life that is part of the process for these works to exist in the public sphere. So it's super important that all this, these opinions exist, and this is what gives it life. So it's not about a work that I've been wanting to work on, a donkey, outdoor donkey public project for many years, never found the right situation to do it. But the opportunity to work with an urban planner at the beginning of this process and to really be considered within an urban planning situation instead of the usual situation, which is like, here is your plots, put your artwork there. And it's like a UFO coming and doesn't know why it's there, and nobody knows why it's there. This is why public opinion is very important. And to be able to work on many levels with a lot of different initiatives coming in, a lot of different questions, a lot of problems to solve, and the many, many decisions that happen really allow for these donkeys to understand why they're there. Rita McBride möchte Ihnen gerne darstellen, dass all dies, was jetzt an Kommunikation geschieht, auch die Haltung, die Meinungen, auch die Reaktionen eben auf die Donkeys, auf die Situation einer öffentlichen Kunstarbeit dort an diesem Platz, ihr wichtig sind und dies Bestandteil ihrer künstlerischen Arbeit ist. Und deswegen sind ihr auch jetzt diese ganzen Meinungen oder diese Kommunikationen wichtig gewesen.
Jetzt muss ich überlegen, ich habe etwas vergessen gerade. Was war das? Zu übersetzen. Haben Sie noch einen Hinweis? Maybe you continue, because I think it's also about, well, maybe the role of the donkeys they have for you. What is the signifier? This was always the interesting question for me, and this is really important. What I really want to say tonight is as an artist, it's, and the way that I'm working and the way that I believe public work can be effective is to not tell you what it is. That is something for the inhabitants of Mönchengladbach to give it meaning. So I'm always defending an openness to it. So it's not my attitude and my ego there. It's something that it's supposed to be a magnet for everyone to consider what they want to think about it. Das fällt mir auch wieder ein. Rita McBride hat eigentlich jahrelang überlegt, wann sie einmal mit dem Motiv der Donkeys arbeiten kann. Und eben hat sie auch verraten, eigentlich geht das zurück in die 1980er Jahre, also als sie eigentlich ganz jung als Künstlerin anfing, sie immer überlegt hat, mit diesem Motiv der Donkeys zu arbeiten. Dies sagte sie eben. Und jetzt ergänzt sie dazu, es geht aber nicht darum, dass praktisch die Interpretation gleich mitgeliefert wird, so jeder auf den Platz geht und sagt, okay, ich verstehe, warum jetzt diese Installation dort ist, sondern diese Offenheit dessen, die haben eine Bedeutung, die sind aus irgendeinem Grund dort und ich beschäftige mich vielleicht vor allen Dingen auch damit, was könnte jetzt eigentlich dieser Grund sein, das ist mit Bestandteil der Kommunikation und dieses Engziehen darauf, die haben jetzt die und die Bedeutung und bitteschön, versteht es, lest es und begreift es, ist nicht das, worum es geht und ich glaube auch jetzt in den letzten Wochen haben wir gemerkt, es geht um was ganz anderes, es ist nämlich dieses Kommunizieren darüber, das ist das Reden darüber. Ja, ja. For me, this is the hardest part in these public processes, and I think Susanna and people that support these processes have to say this very common, it's very, very tricky, or it's a special dance, which is not telling the whole story to determine it completely, but to give it some reassurance that this is going to be amazing. But it's a really, really funny dance, and I respect actually in Mönchengladbach, Marcus Hambach and Susanna did a great job with communicating with many people and without determining so much what it is exactly. Sie sagt, es ist so mit das Schwierigste, diese Interpretationen oder auch die engen Bezeichnungen zu vermeiden, weil natürlich immer die Fragen kommen und man immer eigentlich wieder konfrontiert wird damit, jetzt etwas Genaues zu sagen, damit es dann genau auch verstanden werden kann. Und sie hat diesen Prozess in Mönchengladbach und die ganze Art, wie sich das dann in den letzten Monaten entwickelte, sehr geschätzt, weil es uns wohl, so sagt sie, augenscheinlich gelungen ist, diese Unklarheit oder diese Offenheit aufzuhalten. Also diese ganze Arbeit für sich auch tatsächlich da existieren zu lassen, in der ganzen offenen Kommunikation und es nicht eng zu ziehen. No, but I mean, it's something that I think is really, really important to work in the public sphere, that it belongs to the public, not to the artists putting it there. And I approach these projects with that in mind. This is not, you know, only my vision sitting in the... It's an accumulation of thoughts about urban spaces and thinking about urban spaces over a long time, 30 years, not so long, but long enough to have a lot of opinions about it myself and how things function and when public works fail. I really learned a lot from failing and other people's failures, and I think this is a very special plot, very, very special. It's very successful in terms of planning, of urban planning, and I think successful with the donkeys and the lines. So I also wanted to comment about,
how hard it is to be in this theatrical situation. Or do you want to translate everything? Ich glaube, ich kann das auch zusammenfassen. Also solch eine Arbeit ist eben im Grunde, in dem Moment, wo sie im öffentlichen Raum ist, ist sie ihre oder ist sie die Arbeit der Gesellschaft? Ist sie etwas, was in dieser Situation, in diesem öffentlichen Raum auch Bestandteil und ja, ich würde dann fast auch schon sagen, Eigentum dieser Gesellschaft ist, weil es ist praktisch eins geworden. Es ist ja nun auch jetzt Kunst im öffentlichen Raum im Besitz der Stadt Mönchengladbach geschenkt von einem Unternehmen. Und sie sagt, das ist ein Unterschied zu dem, was ich denke als ein Kunstwerk im klassischen Sinne, das ich als Künstler kreiere und wo ich nur meine Erwartungen dran stelle, vielleicht in früheren Jahrhunderten, dass ich sagte, ich habe so entworfen und bitte nehmt es wahr als etwas Erhabenes und etwas Eindeutiges und vor allen Dingen etwas ganz Grandioses. Die Offenheit dieses Prozesses, dieser Kommunikation, hier deutet es sich in den Äußerungen von Rita McBride an, aber Sie haben es ja auch in den letzten zweieinhalb Jahren mitverfolgt, ist natürlich auch eine der Konfrontationen. Und das ist mit Bestandteil dessen, was dann, ich glaube, die Aussage charakterisiert von Rita McBride, ist es auch ihre Arbeit. Also es ist etwas, wo der Prozess mit zur Arbeit gehört, teilweise in einer Weise, dass du es einschätzen konntest, also dass man vorher ahnte, da gibt es einen Konflikt und teilweise sind da auch Überraschungen im Gange. Und ich glaube, das hast du vorher gesagt, es war dann auch die Überraschung, dass es eine große Fürsprecherschaft gab. Also dass sich irgendwann dann auch Leute sehr stark dafür engagierten, diese Installation in der Stadt haben zu wollen. I wanted to talk about those guys that were making the lines, but we missed that opportunity. But I mean, this is amazing. When I guess we have to talk about the opening now because you're looking at that. But this was a very beautiful day. Actually, I don't know if any of you were there. It was extraordinarily well attended, and this vertical symphony. It was not planned by me. This was planned by Marcus Hombach and Susanna. And I was there to enjoy it and to be very amazed by the emotion I felt in the plots that day. It was very, very beautiful, very emotional. Yeah. There's the director, had very many comical moments, but in general it was extremely beautiful. This is the big moment, River Cutting. I mean, these are all kind of embarrassing things for the artist to participate in, but it was very... So für alle diejenigen, die bei der Eröffnung nicht dabei waren, das ist die Eröffnung gewesen und ein wichtiges Element war das vertikale Konzert an der Fassade des Sonnenhauses und das wurde dirigiert von Herrn Maleskow, dem Direktor der Musikschule in Mönchengladbach und ist von den Musikern eben als ein sehr besonderes kompositionelles Konstrukt aufgeführt worden, vorher uraufgeführt worden, mal in einer Generalprobe, wo man testete, wie das dann funktioniert, auch akustisch an solch einem Platz. Und Rita McBride sagt gerade, es war sehr rührend. Also das war ein Ereignis, wo viele Leute auf dem Platz waren, und wo es sehr emotional wurde, weil eben mit der Musik und mit diesem ganzen Ereignis, das ja ein Live-Ereignis war, dann eigentlich auch anderes eine Rolle spielte als nur die Kunst. Thank you, Susanna. So we're going to show, I mean, I was going to talk a little bit about the working a little bit more in this theatrical situation. So when you're making, there's this pressure also, when you're working on the scale and in a public, you really are not in control in the same way you would be in the studio. And there's certain expectations which you're confronting every minute as people are watching you. And they want their, you know, so you feel this pressure like, I can pet the donkey now, but you know, this isn't art making now. This is, you know, something else. And it's, when I went to draw the lines, which I never intended to do, I mean, I've never drawn lines this big on asphalt with chalk. I mean, you know, and it was a complete disaster. And so you're doing these kind of funny, comical, and very challenging moments where everybody's watching, the press is even there, they want you to do a fake line so that they can put it in the press. I mean, there's a lot of things that are not about your artwork. You're really performing publicly.
Ja, man tritt öffentlich auf. Und eine sehr markante Szene war das Zeichnen der Linien. Als also die Herren da kamen, die die Linien auf den Asphalt zeichnen sollten, da ging es auch darum, dass nun Rita McBride jetzt die Linien zeichnet. Und für die Presse vorher ging es auch darum, jetzt mal einfach eine Linie zu zeichnen, damit das im Film kam. Und da ging es also im Grunde um eine falsche Linie und die musste jetzt auch öffentlich gezeichnet werden. Und Rita McBride, die zeichnet keine Linien, oder es ist nicht so, dass man sich das noch so vorstellen soll, wie so illustrieren, zunächst mal eine Skizze machen und dann gucken, wie die groß wird. Es war also für sie wirklich eine Performance im öffentlichen Raum, die über das Kunstmachen hinausging, weil sie musste ja auftreten und sie musste auch gucken, dass das irgendwie einigermaßen unpeinlich über die Bühne geht, nämlich da jetzt erstens für denjenigen, der die Linien macht und zweitens für die Presse, die Medien und auch noch für die ganze Öffentlichkeit, die ständig zuguckte, da keine schlechte Figur zu machen. I mean, I used to, when I first started doing public works, it was really much harder for me. Now I embrace it. I take it on as part of the public process and do my best in understanding why there's this desire for the press, for example, to have an artistic gesture in you know, that then it's really art. And of course, I'm from a generation which is not necessarily married to this idea of art making. Sie hat das am Anfang nicht so gut verkraftet wie jetzt. Sie weiß jetzt, das gehört mit dazu, dass man eben dann einen Auftritt hat, dass zum Beispiel die Presse einfach nochmal ein richtiges Kunstbild braucht. Ne? Also, dass da was mit der Hand gemacht wird, dass da nur irgendwie Aktion auch ist. Und dabei ist das ja für die Generation von Künstlern eigentlich gar nicht mehr mit einem Bestandteil des Kunstproduzierens. Man produziert ja auf ganz anderen Wegen, letztlich auch mit einigen Menschen, die dann das Handwerk ausführen. Und und du sagst das ganz am Anfang kamst du zu Beginn der Arbeit im öffentlichen Raum auch nicht so gut klar damit wie jetzt. Jetzt weißt du, es gehört irgendwie damit zu. Yeah, I understand it more now. And I think what's interesting is that the reason that I'm not interested in kind of making these very intimate gestures in public is that they are intimate and they can't stand the scale, that they're not part of a public. So this artist's hand in a public situation is always rather false because it's so large. I mean, the public sphere is large, so it takes another kind of thinking, and it's not about this intimacy. And Das Zeichnen ist eine intime Geste, ist auch eher eine kleinformatige Geste und sie ist also demzufolge überhaupt nicht möglich im öffentlichen Raum, aber sie wird erwartet. Also ist es eigentlich eine falsche Geste, die da gespielt wird, die man dort hat, wenn man eben so groß etwas inszeniert. Der öffentliche Raum erlaubt die Intimität dieser Geste gar nicht. Es findet etwas ganz anderes statt, wenn es im öffentlichen Raum ist. Also die Kunst funktioniert anders, aber die Geste wird eigentlich, ich will es nochmal betonen, die Geste wird eigentlich immer wieder erwartet. Man wartet darauf, dass eine künstlerische Geste stattfindet im öffentlichen Raum. Yeah. And I think I'm afraid of that intimacy in public space because I see it as territorial. It's a little bit something I react to against sort of large territorial monuments that, you know, I think that this is not the position of making a public place. A public place is for everyone, and it isn't about putting something yours, really yours, there. Und es kommt noch ein Aspekt hinzu, wenn man so etwas Monumentales macht oder wenn man die künstlerische Geste so groß anlegt, dann wird sie zu einer machtvollen Geste, dann wird sie eigentlich zu einer Besetzung eines Raums. Und das widerspricht dem, was sie eigentlich vor Augen hat. Sie möchte nämlich nicht diesen Raum besetzen, praktisch als künstlerische, monumentale Setzung etwas machen, was den Raum beherrscht, sondern es geht nach ihrer Ansicht nicht mehr darum, dass Künstler diese Rolle spielen, eben eine monumentale Aufgabe dazu erfüllen. Das, denke ich, liegt in der Generation. Yeah, it's in the generation, but it's also, I mean, I think, you know, it's in the role of what monuments are today, or how we position public space with a sculpture. I mean, that it,
it's generational, but at the same time, you know, we don't have, you know, a war going on in the Trinkla Park, so we don't have to celebrate with an equestrian statuary, you know, the leader of this war. But so it's about sort of translating and understanding. This is what has been great about working in the Trinkla Park. Ganz am Anfang gab es so einen schönen Satz, nämlich wir haben ja jetzt hier keinen Krieg oder irgendeinen Friedensabschluss, der uns dazu bringt, hier nochmal ein Reiterstandbild in den öffentlichen Raum zu setzen. Also die Zeiten sind vorbei, in denen man auch Kunst in Form von Reiterstandbildern oder anderen Denkmälern in der Stadt arrangierte. Diese Zeiten sind vorbei. Es ist nicht nur ein Generationsmoment, sondern es ist eigentlich auch die Fragestellung, was die Kunst heute ist und welche Aufgaben sie vielleicht dann heute auch nicht mehr erfüllen muss und nicht mehr soll. Und der Prozess hier in Mönchengladbach, das deutet sie gerade an, ist ja einer, der noch länger zuvor, 2007 begonnen hat, weil sie ja schon im Museum X, also in unserem falschen Museum da unten, wo das Stadttheater einmal Museum spielte, während das echte Museum saniert wurde. Das ist ja ein großes Projekt gewesen, 2006, 2007. Da hat Rita McBride schon mitgewirkt. Und ich denke, es wäre in der Tat interessant, noch mal kurz daran zu erinnern, was da damals stattgefunden hat im Museum X. Einige von Ihnen haben es erlebt, einige andere wahrscheinlich überhaupt nicht. Do you want me to describe? No. You can describe, or should I? It's maybe too much. But I mean, it's funny that in Museum X, I really thought the end of public sculpture, the end of public cultural work, we celebrated the end, actually. We buried it in Museum X, which is now Minto. and then, so weird then to actually put a public project back into Mönchengladbach, a nice one. Ja, es ist wirklich eine eigenartige Spirale, die wir gerade gezogen haben, weil 2007 hat Rita McBride im Museum X, in diesem falschen Museum, hat sie also unten im Foyer des ehemaligen Theaters, das ja eigentlich eine Ruine war, eine Installation realisiert, die hieß Public Sculpture in Memoriam. Also sozusagen, wir erinnern uns nochmal daran, dass es mal eine öffentliche Skulptur gegeben hat, die Künstler einmal eine Rolle im öffentlichen Raum gespielt haben. Und jetzt zelebrieren wir im Grunde das Farewell, sozusagen, das ist nicht mehr, wir werden das nicht mehr haben. Und vor allen Dingen gab es im Foyer, einige von Ihnen werden sich erinnern, unheimlich larmoyante Texte, die waren wie Künstlertexte, nämlich wir werden nicht mehr gebraucht, die Gesellschaft will uns nicht mehr, die Gesellschaft hat uns nie verstanden und so weiter. Also so im Grunde dieses Wir-Künstler werden von euch überhaupt nicht mehr gebraucht. Und das Ganze wurde inszeniert am Anfang mit einer eindrucksvollen Rede des Kulturdezernenten Dr. Fischer, der nämlich da die Gettysburg Speech nochmal neu auflegte, und die kann man auch für Künstler anwenden. Also dann merkt man nämlich, das funktioniert für Soldaten wie für Künstler. Und dann gab es einen ganz großen Kranz, und der wurde feierlich zusammen mit einem Grabstein dann in dieses falsche Museum hineingebracht. Und es war im Grunde eine Gedenkstätte. Und jetzt, 9 Jahre später, hat Rita McBride genau an diesem Ort, wo sie eigentlich die öffentliche Skulptur begraben hat, hat sie im Grunde ja jetzt eine errichtet. Und das war schon ganz lustig. Wir haben uns da lange nämlich nicht mehr so richtig daran erinnert, dass das eigentlich unlogisch ist. So I wonder if I was able to do such a nice project here because of burying it. I mean, I think one thing, we're going to show some more video now, but I think one thing I wanted to stress is that there aren't kind of no politics on this plot. And this was something very special, which I guess you helped to keep away. I mean, there, you know, immediately there's politics in the paper and there's opinions being formulated and but I don't think, I mean, the mayor of Mönchengladbach embraced it really quickly, which was very key. But it didn't become a huge polarized discussion, and it wasn't captured by the politicians completely to be used as something like a ping pong game. This is really key and to the success of this plot. Rita McBride hat den Eindruck, dass in der ganzen Zeit der Prozess so lief, dass es nie zu einer richtigen Politisierung kam. Also dass in dem ganzen Diskutieren über
die Gestaltung dieses Platzes, auch die Realisierung dieser Skulptur, zumindest wie Sie es wahrnahmen, in der Politik doch eine recht große Einigkeit entstand. Und natürlich war auch wichtig, dass der Oberbürgermeister voll auf der Seite dieses Projekts stand. Sie hat es also als etwas erlebt, wo jetzt nicht praktisch eine politische Instrumentalisierung auch stattgefunden hätte, was du, glaube ich, in anderen Städten manchmal erlebt hast, dass dann daraus ein großer Stellvertreter Krieg vielleicht sogar entstand oder eine Auseinandersetzung entstand, die tatsächlich politisch richtig gravierend wurde. So etwas hast du in Mönchengladbach nicht erlebt. So sagt sie. Okay, so now, this is what we're showing now is 8 minutes of public opinion, which I haven't seen yet actually. So this is really, this work is still in process and these are interviews made with Markus Ambach and Christina in the high house, in the Sonnenhaus plot. I mean the Sonnenhaus, the building where the symphony was. And let's see what public opinion is saying. Wir sehen jetzt einen Film, den hat Rita McBride selber noch nicht gesehen. Der ist auch noch nicht fertig. Der ist eigentlich noch in progress. Und der ist 8 Minuten lang und handelt von den öffentlichen Meinungen beziehungsweise von den, wenn ich es recht verstanden habe, den Äußerungen der Menschen im Sonnenhaus. Ist das der Film? Yeah. No, but it's the inhabitants of just that building. Not only there were some people on the street yeah. On the downstairs. So, ja, und das waren Christina Stojanova und Markus Ambach, die Menschen auf der Straße und im Haus interviewt haben. Also es ist schon ein großer Treffpunkt für die Mönchengladbacher geworden. Man sieht halt sehr viele Jugendliche auch durch das Step hier nebenan, die sich dann halt auch auf den Bänken versammeln, an den Eseln einen Treffpunkt gebildet haben. Das ist ganz schön und man sieht halt auch manchmal 3 Generationen auf einmal auf den Eseln sitzen. Das ist halt auch immer lustig. Älteres Pärchen, Jugendliche und kleine Kinder. Ja, also an sich finde ich sie schon schön, aber ich frage mich immer noch, wie man auf Esel gekommen ist. Das ist halt immer noch die große Frage, die ich auch jedes Mal gestellt bekomme, ob ich weiß, warum es Esel ist. Ich muss ehrlich sein, Fragen kann ich nicht beantworten. Also zu den Linien muss ich sagen, ich finde es ein bisschen schade, die gehen ein bisschen unter nachts. Also die sollen ja leuchten, aber dadurch, dass die Lampen direkt auf diese Linien fallen, kommt dieser Effekt gar nicht raus. Schön ist halt wirklich nachts durch die Lampen, sieht der Boden aus wie ein Sternenhimmel und dann die Esel noch mit dabei. Das ist wirklich sehr schön. Die Esel an sich finde ich halt dadurch, dass sie eigene Charaktere irgendwie ausstrahlen, haben wir ihnen auch schon Namen gegeben. Und ja, ich sage mal, jeder Gladbacher hat da irgendwie so seinen Favoriten. Also die einen mögen den Esel mit den zurückgeklappten Ohren, der andere eher den, der so ein bisschen abseits steht. Also da sieht man dann schon, dass irgendwie jeder so seinen Charakter-Esel hat. Mein Freund hat ganz links dem Esel den Namen Bob gegeben, rechts daneben ist Emily und ein bisschen weiter oben rechts ist dann Flut. Im Prinzip sind Esel ja sehr stur und dickköpfig, allgemein bekannt. Ja, da würde ich einfach sagen, so dieses, wir haben uns jetzt eine Idee in den Kopf gesetzt, wir setzen das jetzt auch durch, wir wollen das jetzt umsetzen und halt zu einer besseren Stadt werden ein Treffpunkt und ich denke, durch den Platz ist auf jeden Fall noch geschaffen worden. Also mit dem Dumm, klar, ne, es ist immer das Erste, warum jetzt als Gladbacher Symbol sind die Gladbacher dumm oder, also ich muss ganz ehrlich sagen, manche ja, nachdem die ersten Schwänze abgebrochen worden sind nach einer Woche, muss ich sagen, manche sind es wirklich. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so viel Zeit zum Interpretieren hat man auch irgendwie dann gar nicht. Also dass man dann irgendwie sich hinsetzt und genau darüber nachdenkt, was hat die Künstlerin sich jetzt eigentlich dabei gedacht. Weil einfach so viel Leben auch drumherum ist, dass man dann eher das Leben beobachtet als das Kunstwerk an sich. Der Esel gilt halt als dumm und viele Gladbacher denken dann vielleicht, werden wir als dumm erachtet. Ich finde, man sollte das vielleicht allgemeinheit nochmal transportieren, was die Künstlerin sich denn tatsächlich jetzt dabei gedacht hat und warum die Esel ausgewählt wurden. Ja, also ich kann diese künstlerische Haltung natürlich verstehen, weil die dann natürlich auch zum Beispiel, wie ich sehe, an jedem Esel einen anderen Charakter.
habe ich eine andere Interpretation als jetzt zum Beispiel mein Freund mal. Aber ich finde es halt schade, dass die Allgemeinheit dann wirklich sagt, warum Esel sind die dumm? Ne? Also dieses, das ist halt schon ein bisschen traurig. Findest du die Esel denn? Gut. Ich finde ihn, ja okay, ich sage, die Meinungen sind gespalten. So. Ich finde die Esel toll. Er muss ja auch genutzt werden für eventuelle Events. Deswegen musste dann man das auch einbeziehen. Ich finde, er ist groß und schön und es ist belebt, seit er eröffnet wurde. Die Wände sind immer besetzt, eigentlich den ganzen Tag über. Und wenn dann nächstes Jahr die Bäume Blätter haben, ich finde es klasse. Interpretieren, für mich ist Kunst immer im Auge des Betrachters. Ich finde sie toll. Es sind tolle Tiere, es sind niedliche Tiere. Und ich finde es schade, dass sie schon leiden mussten. Aber wir sehen, wie sie angenommen werden, vor allem von den Kindern. Und das ist toll. Ja, gestern hatten wir zum Beispiel den Fall, eine Mitarbeiterin der NEW hatte ihre letzte Dienstfahrt. Die kam, so eine Horde Frauen kam mit dem Bus hier angekarrt, Gundis letzte Dienstfahrt. Und ich glaube, Gundi war es, stürmte dann direkt auf die Esel und versuchte, ihn zu besteigen sozusagen. Hatte ein bisschen Probleme hoch und rauf zu kommen und hatte dann auch Blumen gekriegt und so. Also sie werden schon immer auch von Erwachsenen getestet, ob sie denn auch die Lasten tragen. Die sind nicht doof. Ich finde, durch seine Sturheit ist er eigentlich schlau, weil er macht eigentlich nur das, was er will, wo er sicher ist. So, deswegen ein tolles Tier. Ich werde auch oft gefragt, wieso denn Esel? Ich sage, ich glaube, die Künstlerin mag Esel. So. Jeder Künstler macht das, was er möchte. Wenn wir auch hier draußen stehen manchmal und Leute einfach dran vorbeigehen, man kommt schon mal mit Wildfremden ins Gespräch. Ne? Ja, wie finden Sie denn den Platz oder wie finden Sie die Esel oder sonst was? Und ich höre da eigentlich kaum noch was Negatives. Ich glaube, interpretieren gar nicht großartig, einfach nur, ja, finde ich gut. Oder ja, musste das sein oder so. Oder am Anfang war es ja auch noch, ja, Gladbach hat ja so viele Schulden, warum mussten die jetzt auch so ein teures Kunstwerk abschaffen? Ich sage, hat Gladbach nicht gemacht. Das war ein Geschenk. Aha, und dann kam nichts mehr. Ich glaube auch, die Antworten haben bestimmt so einen Sinn. Also die stehen ja nicht einfach so frei. Also ich finde das schön. Interessant auch. Also ich weiß nur, dass es cool aussieht und dass es so, also die gucken ja auch alle in so verschiedene Richtungen, so ein bisschen chaosmäßig. Aber was haben die denn jetzt eigentlich so für eine Bedeutung? Das würde mich jetzt interessieren. Eher so Transport, ja. So früher in den Dörfern. Ich mir als Wiese würde das einfach oder auch für Kinder bauen. Das sehen, die sind alle begeistert.
with a large project that I did in Munich, which Dr. Unger had talked about on the Ethnoplots, Mae West. It's similar. I can see the kind of similar story happening here, where their initial kind of insecurities and little newspaper statements stick for a long time. So 3 years already now, it's the same. Why Azel? Why, you know, they're dumb? What, all these things that have been said. And this happened also in Munich, where we interviewed the inhabitants around Ethnoplatz from the Mae West project, and they kept using the same thing that they had heard already in the newspaper. So they kept the opinions already formulated by low-level press. And then we went back 5 years later and asked different people, some the same people, and of course it totally changed, a completely different approach to thinking. I mean, as the piece, like in Munich, as Mae West is there over time, it starts to have its own life, and everyone can participate in thinking about what it is. And this is total success for me. So we will do the same here in Mönchengladbach to come back. In München, das Projekt, das Herr Dr. Anger vorstellte, Mae West, ist vielleicht von mir noch kurz zu beschreiben. Das ist eine sehr, sehr große Skulptur. Die steht mitten auf einem Platz, der eigentlich ein reiner Verkehrsplatz ist. Und sie hat eine Taille. Sie ist aber ansonsten total abstrakt. Das ist wirklich einfach ein Zylinder, der in der Mitte sehr tailliert ist. Und der Name Mae West deutet darauf hin, aus dem Abstrakten ist etwas Figuratives geworden. Und die ganze Resonanz, das beschrieb Rita McBride gerade, die ist eigentlich eine sehr heftige gewesen in der Presse. Es hat sehr viele Artikel, you say low-level press, es hat wirklich eine ganz harsche Reaktion dort gegeben. Das hat sich über Jahre auch hingezogen. Und was sie gemacht hat, war, jetzt noch einmal, Jahre später, nochmals Menschen zu fragen. Am Anfang ist ihr aufgefallen, haben viele Menschen auch das kopiert an Meinungen aus der Presse. Und sie hat gemerkt, einige Jahre später war es völlig anders. Waren ganz andere Haltungen, ganz andere Äußerungen. Und deswegen strebt sie auch hier an, nach ein paar Jahren nochmals Menschen zu befragen und das nochmal so zu machen, einfach zu hören, was passiert eigentlich, wenn man länger mit einem Platz oder mit einer Installation lebt. And so you can see that this isn't finished. In fact, the plot is not finished. It continues to be a project, which is now involving many, many more people. It involved many, many people to begin with, and many, many decisions were made by a lot of different people all the time, on a micro level, on a macro level, and it still continues. And I think that's why I really like working in the public sphere. Thank you. Das Leben dieses Platzes oder dieser Installation hat gerade erst begonnen. Das Ganze fängt eigentlich jetzt erst an. Und diese Existenz im öffentlichen Raum ist eine spezielle, weil dann eben ein Leben beginnt, in dieser Arbeit und mit dieser Arbeit zu geschehen. Und das ist das, was ihr so einen großen Gewinn oder vielleicht auch Spaß, ich nenne es jetzt einfach einen Spaß, bedeutet, im öffentlichen Raum zu arbeiten, dass es dann zu diesem Leben einer Arbeit kommt. Und sie dankt für ihre Aufmerksamkeit. To the audience, and ask you if you would like to talk about your donkey, the stories, or start another opinion level going. You're more than welcome. Or if you have questions, I'm happy to answer them. After 1 week, some people tried to destroy your artwork. Did you expect that? And what do you feel about that, and did this happen in other public artworks also?
It's something we always expect, also in the designing, and when we're going through the process of deciding how to do the project, we always keep in mind sprayers and destruction and how it's secured and what. And but at a certain point, you can't predict everything. And I felt the donkeys can survive a lot of attacks. I felt they were very, very strong. I felt they felt very well there, so I wasn't that worried. And when it happened, I didn't feel violated personally, and I didn't think it was anything that Mönchengladbach should be ashamed of either. It's a small group of people that destroy anything, and it's not particular to one thing. So it was business as usual in the public sphere for me. Ihre Frage war, wie fühlt man sich, wenn dann schon nach einer Woche ein Werk zerstört wird? Und Rita McBride sagt, sie hat es erwartet oder sie hat natürlich in solchen Projekten immer wieder die Erwartung, da können Graffiti kommen, da kann alles Mögliche passieren. Man weiß es einfach vorher nicht. Und zusammenfassend hat sie jetzt das Gefühl, es zerstört die Esel nicht. Es ist etwas, womit man leben kann, womit die leben können, womit man arbeiten muss, wenn man im öffentlichen Raum arbeitet. Es ist natürlich so, dass Leute etwas zerstören, aber sie zerstören alles und das ist etwas, womit man leben muss und wo es ja eine Konfrontation gibt, der man nicht ausweichen kann, wenn man im öffentlichen Raum ist. Aber ich glaube, der entscheidende Satz war jetzt gerade auch, es zerstört sie nicht, sondern man muss damit umgehen. I think you had a question. Yes. Ja, ich habe eine Frage und zwar, Sie haben ja geschrieben, dass da viele Besucher gekommen sind und so ihre Meinung geäußert haben. Und da gab es ja ein Besucher, der nicht lebendig ist und dauernd auf Sie geguckt hat, und das ist Hans Jonas. Hat das Sie irgendwie beschäftigt, dass da so ein Philosoph ihn dauernd zuguckt? Did the existence of the presence of Hans Jonas there as the monument, watching the donkeys, infect you, influence you, that this philosopher, in a way, affect your thoughts about the space, the site? It's a very nice question. Yes. Of course. I don't have a good answer for the great question. I'm going to think about that. I want to thank you very much because your place, what you created for us, is a very, very strong invitation to slow down. The meandering ways of the donkeys, the slow trot of the donkeys, is a huge invitation for this. We're in a time where we exponentially speed up all our ways to live, and for this I want to thank you. That was a really nice thought. Thank you so much. Ich kann es noch ergänzen, es ist eine exzellente Interpretation, an die ich zum Beispiel noch überhaupt nicht gedacht habe. Also, dass der Platz mit dieser Zeichenhaftigkeit der Esel, die da stehen und der Linien, die da sind, etwas ein Zeichen setzt dafür, dass man auch mal zur Ruhe kommen kann, dass es eine Verlangsamung geben kann und dass das, was sich bei uns ständig als Geschwindigkeit immer weiter beschleunigt, dass das da einen Konterpart bekommt, nämlich eine Ruhe ausstrahlt, dieser Platz. Exzellent, danke. Also werde ich weiter nutzen. Eine Frage haben Sie schon beantwortet, wollte Sie fragen, ob der Public Space das bessere Atelier ist. Ja, es ist das bessere Atelier. Eine andere Frage ist, fühlen Sie einen Unterschied, was die Public Opinion, die Art und Weise angeht, zwischen Ihren Landsleuten in Los Angeles und Ihren Landsleuten am Niederrhein? Ist da eine spürbare, oder sind die Menschen überall ähnlich? Ist das eine ähnliche Reaktion? So first of all, the studio and the public space, yeah. Is the public space the better studio? Yeah, yeah. I love that question. It's better. Totally. No, for me it's much more exciting and more complicated and full of
challenges, and I learn so much working in the public. So that's what a studio is for me. I mean, maybe I grew up in a big family and I don't like to be alone so much, but I don't know, the process is much more challenging and more relevant. I think I'm much more of a socially oriented person. So it's, again, not about an artist ego that's solo and, you know, my vision, but really trying to work with a vocabulary over time to articulate a possibility for people. Sie bringt jetzt gerade mehrere Aspekte hinein, die den Public Space, den öffentlichen Raum, für so wichtig oder zu einem wichtigen Ort machen. Beispielsweise anekdotisch auch, sie ist in einer großen Familie aufgewachsen. Und da ist so die Frage, was macht man allein, ist vielleicht da auch übertragen auf das Künstlerische nicht so gravierend, und die ganze Zusammendenken, das Denken im Öffentlichen in einer Gesellschaft, das ist eben etwas, was diesen öffentlichen Ort ausmacht, es eben nicht alleine zu tun. Und nochmals auch, es ist eben eine andere Art der Geste, die man dann tut, wenn man im öffentlichen Raum in der Gesellschaft tätig ist. Ja, und nun die spannende Frage, Los Angeles, Niederrhein. How is the public opinion? How are the people in Los Angeles? It's a big city, sort of, but I think, no, it's a great, I mean, I think how I would like to answer your question is that this is the sort of wonderful challenge of working in the public sphere, that it's constantly shifting. And these projects, if they're too long, you go through many cycles of it, and where it's dead and then it comes back. And these things are fascinating. And of course, public opinion is very flighty, it's very changeable, and I think that's the challenge, is to make something that can work, can survive all of those opinions and still have relevance and meaning. Ich möchte hier noch zu eben noch etwas ergänzen. Also es gibt nämlich etwas, was ich auch nicht übersetzt hatte. Sie sagte, es ist so ein fließender Prozess, also ein Hin und Her, ein Projekt im öffentlichen Raum kann auch mal eine Weile tot sein und dann steht es wieder auf und funktioniert vielleicht viel später dann doch. Und sie sagte eben noch einen ganz wertvollen Satz, nämlich, das ist überall ein schwieriger Prozess. Das ist überall etwas, wo man mit Konflikten arbeitet oder wo es diese ganzen Szenen auch gibt, einer Kommunikation, die vielleicht auch mal hart wird. Das ist nicht Mönchengladbach. Und es ist auch nicht nur in Mönchengladbach, dass Esel und Schwänze abgerissen werden, sondern dies ist eine Situation, die man einfach als eine öffentliche wahrnehmen muss und wo man sich als Mönchengladbacher nicht schämen muss, dass es in der Stadt zu sowas kommt. Have we had enough? Yeah. I think tomorrow I will be asked when I'm at home, hey, what is the specific of Rita McBride and her works? And I try to identify the message which I can give. And just from my own understanding, is it right to say it is not important for Rita McBride to occupy an open space and to create a monument of McBride, but more to provocate and to initiate and motivate interactions and discussions? Is that perfect? Right? Yes. Was soll ich sie übersetzen? Schaffe ich das? Nein. Das haben wir verstanden. Das haben wir verstanden. Danke. Und es gab noch eine Frage. Yeah, you were asking about personal rememberings or situations when we got in touch with Donkeys, and I tried to remember some, but I couldn't, because Donkeys, in a normal way of life in Germany, you can find them in the zoo, but they are not in the open nature. So basically, we missed the big reopening, because at the same time we went to Ireland for a 10-day visit. And we were out there in the boondocks, and we saw donkeys. Yeah. And we saw donkeys, and many of them. So we went on the peninsula of Dingle, and in the middle of the harbor, which is a very famous space, many people are going for a film and so on, and there was a man with a donkey, and had a hut behind him, so he was drawing a carriage,
and it was totally covered with drapings, with clothing, and everything had a saddle on it, and the dogs were jumping on it. People make pictures and, yeah, and jump on it, and the dogs will come soon as well. Okay, and the money. And money, hopefully. Okay. I would like to ask you again about Corbusier and the donkeys, this connection. What was your first thought about that? So, I mean, I started reading the writings of Corbusier. He wrote a lot himself, and he started to use the example of the donkey. He had two donkeys that he wrote about, and one was, he used it a kind of political way to talk about urban planning and modernism. So it was kind of the donkey is making decisions in a kind of micro way. So if there's a rock, the donkey goes around it. And you know, of course, modernism wanted something else. They wanted a more directed approach. If you think of Paris, for example, and he talked about that. But there's another donkey that he writes about, which is full of love for the donkey, actually. And I like this paradox that started me on it. But that the donkey is a careful, considerate. I mean, he used it in his writings as a very thoughtful. An intelligent being who has great hearing and uses all of his faculties to try and understand a decision that he must make at a certain point. I always liked both those donkeys together. I mean, that the contradiction is inherent in the perception of these two aspects of the donkey, according to Corbusier. Le Corbusier hat in seinen Schriften an zwei Stellen oder in zwei verschiedenen Weisen den Esel beschrieben. Zum einen als denjenigen, der die Stadtplanung bestimmt hat und der im Grunde ja so etwas ist, wo die Wege als krumm gezeichnet sind, weil der Esel geht eben um einen Stein herum, anstatt über diesen Stein drüber oder zu versuchen, den Stein irgendwie wegzuräumen. Das heißt, die Wege der Esel sind krumm, und das hat er beschrieben auch als die Struktur der alten Städte, die nämlich sich aus den Eselswegen bzw. diesen krummen Straßen, wie sie irgendwann entstanden sind, erklären. Das ist das eine Bild, das Le Corbusier anlegt. Und das andere Bild ist aber, und das ist etwas verborgener, also das erste ist eben auch ein kritisches Bild, weil Le Corbusier als moderner Städteplaner hat etwas dagegen. Er sagt, wir müssen den modernen Menschen mit geraden Straßen versorgen, und die Eselswege sind die krumm gewesen und wir brauchen jetzt andere. Aber Le Corbusier hat eine andere Stelle, wo er eigentlich eine Liebeserklärung an den Esel macht, wo er nämlich auch tatsächlich schreibt, dass dieser Esel sehr durchdachte Entscheidungen trifft, wenn er da vor dem Stein anhält oder um diesen Stein herum einen krummeren Weg geht. Also es gibt da so zwei Seelen beziehungsweise zwei sehr antagonistische Interpretationen just dieses Tieres Esel im städtebaulichen Theoriewerk von Le Corbusier, die Rita McBride immer fasziniert haben. Also dass er praktisch auch um diesen Esel kreiste als eine positive und eine negative Figur. Why did you choose the number of seven donkeys? We learn that seven is a magical number, but I don't think that it's so easy to answer. No, it is pretty easy, actually. I mean, I think I've used the number seven in my work quite often for different reasons, because there are many interpretations of the number seven. It's a lucky seven. It's biblical, it's religious, it's... it's not symmetrical. I mean, I've used it for a lot of different reasons, but it features a lot in Corbusier. I mean, a lot of his writing. So I mean, I really had a method for even the lines. This is not a gesture. This is based on his city planning, the city of tomorrow for Algiers. So the lines are based. I mean, so all these decisions that are made on you know, that's a great question in that sense, because they're all within a concept that relates to Corbusier and something I've been studying for 30 years. So that it's easier to work with a method like that for making decisions, so that it's not capricious or gestural at any point. But.
think it was a lucky seven. So, die Symbolik der Zahl 7 ist natürlich eine ganz wichtige Frage, und diese Zahl 7 hat natürlich etwas Biblisches, etwas Religiöses, dem kann man nicht ausweichen. Zum Schluss wird es eine Lucky 7, also eine glückliche, eine Glückszahl 7. Aber Rita McBride betont auch, da gibt es bei Le Corbusier ja auch Systeme, da gibt es Schemata. Und da spielt solch eine Zahl wie 7 eine Rolle, da spielen aber auch ganz bestimmte Strukturen eine Rolle, die jetzt auch die Linien hier auf dem Platz bestimmt haben. Also diese Linien sind nicht Zufall oder sind nicht einfach nur eine Geste, eine hübsche Geste, sondern sie basieren auf Stadtplanung für die Stadt Algier, die Le Corbusier betrieben hat und die eben auch in Zeichnungen dargelegt ist, wo also die Linien im Grunde auch ein städtebauliches Motiv aus dem Werk von Le Corbusier zitieren. Also diese Linien, die Sie jetzt hier auf dem Sonnenhausplatz sehen. Also kein Zufall, aber auch jetzt keine kompositionelle, man würde sagen, eine freie künstlerische Entscheidung, sondern etwas, wo ein Schema hinterlegt ist, und das ist dir wichtig, dass das hier auch Dinge sind, mit denen eben Stadtplaner, Architekten immer gearbeitet haben, mit Schemata und deren, ja, Relevanz, deren Möglichkeit, irgendetwas in eine Ordnung zum Beispiel auch zu bringen. Well, thank you very much for your attention. It was really good. Ja, vielen Dank. Sie waren fantastisch. Ich würde sagen, Sie waren ein Dreamteam. Ja. Ich hätte, als wir das geplant haben, war uns das alles nicht so bewusst, wie das werden würde. Und ich muss sagen, es war großartig, und wir haben, also ich ganz sicher, ich denke die anderen auch, wir haben gelernt, und das war eine Bereicherung, das war ein besonders schöner Abend, und wir sind Ihnen sehr dankbar, herzlichen Dank dafür. Wenn jemand mal nach Südafrika Dunkies beikommt, hat jetzt ist kein Hint, hat keinen Bezug mit den Dunkies auf dem Sonnenhausplatz. Aber ich bin auch, der schmeckt sehr gut, das weiß ich. Und das soll auch sehr schön da sein. Ich möchte mich auch bedanken für die sehr intensive Diskussion. Ich möchte auch noch mal erwähnen, was ja auch ein Stück weit, oder was gelungen ist, dass Freundinnen und Freunde aus anderen Clubs aus der Stadt, auch außerhalb der Stadt, da ich nicht genau weiß, was ich vor Grevenbroich weiß, Kempten Krefeld, glaube ich, weiß ich auch, vielleicht auch noch anderen. Das finde ich schön, das brauchen wir nicht zum Alltag machen, aber so ab und zu tut uns das einfach mal gut, wenn wir uns treffen, alle zusammen. Und vielen Dank nochmal, dass Sie alle hier waren. Es gibt jetzt nebenan noch mal ein bisschen was gegen Jetlag zu essen und noch ein bisschen was zu trinken. Und noch mal ganz herzlichen Dank, das war eine echte Bereicherung, Sie beide. Und das hat wunderbar geklappt, das schreit nach Wiederholung.